Heute ist der Beginn der Sommerzeit und seit dem 20. März sind wir offiziell im Frühling. Wir kriechen aus unseren Löchern, die Sonne scheint endlich mal wieder und im Sonnenlicht kommt der Staub zum Vorschein, den wir die letzten 5 Monate gekonnt übersehen haben. Das kann nur eins heißen, es ist Zeit für den Frühjahrsputz! Hallo Leute, hier ist wieder eure Putzwanne und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das doch jetzt gerne und gebt dem Video einen Daumen nach oben, das pusht nicht nur mich, sondern auch meinen Kanal. Danke! Als ich meine Wohnung in einem Vlogmas-Video geputzt habe, seid ihr fast ausgerastet vor Freude, also gibt es hier eine neue Ladung. Aber was steht denn dieses Mal auf unserem Putzplan? Die Fenster müssen unbedingt geputzt werden. Auch die staubigen Ecken, an die man nie denkt. Der Kühlschrank bekommt ein Makeover. Und mein Kleiderschrank braucht unbedingt eine neue Ordnung. Ach ja, und Bad und Abstellkammer, aber das ist ja wohl klar. Aber das Wichtigste, mein Bett bekommt ein komplett neues Set. Und da kommen wir auch schon zum Sponsor dieses Videos. Emma Matratze. Auf der Website findet ihr tolle Angebote und darüber hinaus spart ihr mit dem Code MALWANNE 5% on top. Dieser Code ist für 6 Monate in Deutschland, Österreich und der Schweiz gültig. Bei Emma findest du die Emma One Federkernmatratze mit einer verbesserten Atmungsaktivität und Memory Schaum für optimale Druckentlastung. Und so wie es sich für den Frühjahrsputz gehört, ist der Bezug natürlich waschbar. Neben der Matratze gibt es aber auch Betten, Lattenroste, Topper, Decken und Kissen. Aber nicht nur normale Kissen, sondern das Emma Originalkissen. Aber dazu später mehr. Aus aktuellem Anlass möchte ich noch erwähnen, dass mein altes Bettzubehör nicht auf dem Müll landet. Ich werde alles bei 60 Grad waschen. Und was ich nicht für meine Gäste behalten möchte, das wird natürlich an Hilfsorganisationen gespendet. Und jetzt lasst uns loslegen. Oh, Scheiße, ich wollte das so hochreden. Wir fangen natürlich in meinem Schlafzimmer an. Hier gibt es unter anderem einen Kleiderschrank, der wieder katastrophal aussieht. Da liegen Klamotten. Ich habe es schon in gefühlt 100 Videos gesagt, aber ich wechsle immer zur Sommer- und Winterzeit meine Klamotten, denn die nehmen einfach viel Platz raus und ich brauche im Frühling und Sommer keine Pullis. Also keine Strickpullis. Und ich habe mir endlich bessere Aufbewahrungskisten gekauft, weil meine waren immer viel zu groß und ich habe sie nie vom Kleiderschrank runterbekommen. Da musste ich immer Timo fragen. Also, let's go. Wie macht man sowas? Ich mache mal hier Platz auf dem Bett, ne? Oh, das ist staubig. Oh, Staub. Hallo, Sommer. Das liebe ich, aber es ist nach dem ersten Waschen, guck mal, wie das kann man ja noch nie anziehen. Das ist halt, wenn man einen ganz bestimmten Look haben möchte. Noch ein Hoodie, aber auf dem steht Varion drauf. Der Pulli muss bleiben. Ja. Möchtest du die hier haben? Deswegen bin ich hier. Klamotten. Oh, noch ein Strickpulli. Wo warst du? Ich hab dich den so im Winter gesucht. Das sind Kisten voller Klamotten. Wir haben jetzt alle Klamotten sortiert. Das ist der Haufen von Klamotten, wo ich sage, liebe ich. Und das wird jetzt einsortiert. Die Soundtrack von Encanto. Encanto, Original Motion Picture Soundtrack von Lin-Manuel Miranda, Jermaine Franco und Encanto, Cast. Bei dem Staub müssen die harten Geschütze rausgefahren werden. Oh mein Gott, ich kann diese Koffer tragen. Boah, der Kleiderschrank hat mich schon echt überfordert, weil ich gar nicht wusste, dass ich so viele Klamotten habe. Ich denke, es sammelt sich einfach viel über die Jahre an. Und da ist es schön, wenn man es spenden kann. An Freunde oder Verwandte oder an Hilfsorganisationen. Oder man verkauft es auf einem Flohmarkt. Dann macht man sogar noch 1 Cent dazu. Aber jetzt erstmal zum Vorher und Nachher. Wir kommen zum Star des Tages. Mein Bett. Tada! Ja, was kann man zu meinem Bett sagen? Wir haben uns dieses wunderschöne Bett zum Einzug in diese Wohnung gekauft. Und die Decken und Kissen sind noch von vor meiner Kindheit. Wir räumen das Bett jetzt einmal frei und dann kommen wir schon zum Sponsor dieses Videos. Denn dieses Video ist gesponsert. Und jetzt alle, dieses Video ist gesponsert. Die Flecken zeigen wir euch jetzt nicht. Don't worry, sleep happy. Wir haben hier den wendbaren Topper von Emma. Und den packen wir jetzt mal aus. Oh mein Gott, wird das ein geiles Gefühl sein. Oh, der ist so sauber.
Weißes Probeliegen. Aber hier ist es noch so leer. Du bekommst ein Kissen. Und du bekommst ein Kissen. Also, ihr fragt euch zu Recht, Vanessa, was hast du denn hier in der Hand? Es ist das Emma-Kissen. Es ist nicht irgendein Kissen. Es ist ein Emma-Kissen. Ave Maria, ist das gemütlich. Dieses Kissen ist so gemütlich, da schläft man gleich drauf ein. Ja, das zieht sich auf jeden Fall noch auseinander. Ja, Leute, ich sag's, wie es ist, ne? Manchmal mache ich diesen Job. Da denke ich nicht auch an die Hate-Kommentare. Die schlafe ich weg. Das ist jetzt, ich sag mal, ein Otto-Normalkissen, ne? Manchmal will man ja auch höher liegen, ne? Du, die Emma, die weiß, was gut ist. Der Emma Flip-Topper hat eine ganz bequeme Besonderheit. Um ein optimales Liegegefühl zu erzielen, hat dieser Topper eine feste und eine weiche Seite und lässt sich super easy wenden. Auch hier kann man den atmungsaktiven Bezug abnehmen und waschen. Mit dem Emma Originalkissen können fast alle ihre Schlafbedürfnisse optimal anpassen. Dieses Kissen hat verschiedene Schichten, die individuell entnommen werden können, sodass man seine optimale Schlafhöhe einstellen kann und nicht mehr zu hoch oder zu niedrig schläft. Ideal also für alle Rücken-, Seiten- und Bauchschläfer. Wenn du dich für eine Emma One Matratze entscheidest, hast du nicht nur 10 Jahre Garantie auf den Federkern, sondern kannst diese auch 100 Nächte lang probeschlafen. Dabei sind der Versand und Abholung inklusive. Also schaut mal bei Emma vorbei und spart mit meinem Code MALWANNE 5%. Alle Infos in der Infobox. Das Bett ist jetzt neu ausgestattet. Aber beim Frühjahrsputz geht's ja auch ein bisschen darum, Sachen umzugestalten, die man vielleicht nicht mehr mag, so wie sie sind. Wie zum Beispiel diese Wandfarbe. Ich mag sie nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich sie damals ausgewählt habe. Ich fand sie ganz cute. Aber es ist so ein altrosa, flieder, lila. Ich kann diese Farbe nicht beschreiben. Anni sagt Schwein. Ich sag raus damit. Und ich habe noch ein bisschen Restfarbe aus meinem Arbeitszimmer. So einen halben Topf. Die sieht auch nicht wirklich anders aus, die Farbe, aber so ein bisschen. Und dann dachte ich, ja, warum nicht halt nochmal darauf streichen? Und wir wechseln die Gardinen, weil die sind ganz schön abdunkeln. Und wenn man zum Beispiel am Tag sich umziehen möchte, weil ne, Nachbarn da sind, muss man sie halt zuziehen. Und dann ist es hier so stockduster und ich hätte gerne Gardinen, die es nicht so dunkel machen. Ja, morgens ist es dann dadurch heller, als wenn man in seiner Dunkelkammer liegt. Aber gut, und jetzt machen wir das. Mensch, da kann man mal endlich saugen hinterm Bett. Kommen wir zur lustigsten Sache, die am allermeisten Spaß macht. Abkleben. Würde mich schon so als kleinen Abkleb-Profi bezeichnen. Ist jetzt abgeklebt und jetzt wird gestrichen. Yay! Juhu! Okay. Einfach, dass du es mal gesehen hast, Vanessa, hier. Guck. So sieht's aus. Boah, sieht das geil aus. Gut, ne? Oh, ist das ein Fitness-Workout hier. Gut ist, dass die Farbe darunter so ähnlich ist, dass man wirklich keinen zweiten Strich braucht. Ja, das stimmt. Die Wand ist jetzt gestrichen. Watching paint dry. Der Wandfarbe beim Trocknen zusehen ist ein englisches Sprichwort, das Langeweile ausdrücken soll. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Draußen schreit ein Kind. Wir machen jetzt die Dings ab. Boah, ist das eine cleane Kante. Siehst du das? Tine Wittler, wieder mal im Einsatz. Oh!
Anni, was wäre, wenn wir anstatt den Topper beide Topper draufpacken? Doppelte Gemütlichkeit. Das ist echt doppelt gemütlich. Und dann muss ich die nicht wegkauen. Wir machen jetzt mal beide Topper wieder drauf. Jawollo. Oh, das wird jetzt wirklich Luxus! Oh mein Gott. Timo sagte, er sieht nicht wirklich einen Unterschied zwischen den zwei Wandfarben. Ich weiß, was er meint, aber ich finde schon, dass dieser Ton viel erdiger und ruhiger ist. Und die luftig leichten Gardinen machen gleich Lust auf den Frühling. Naja, und dann haben wir noch alles aufgeräumt. Und hier ist das Vorher-Nachher. Action! Wir räumen jetzt die Couchbereiche auf. Ist ja nicht viel hier zu tun, ne? Uiuiuiuiuiui! Wenn ich meinen Hintern in die Kamera zeige, kann es nur eins heißen. Sieht ganz schön schlimm aus. Verratet es niemanden, aber so sieht's in meiner Couch aus. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe da 3 Jahre nicht gesaugt. Aber ich habe ja natürlich noch einen Aufsatz. Super! Na, da wollen wir doch mal sehen. Oh mein Gott. Es ist wirklich schon peinlich, wie dreckig meine Fenster vorher waren. Aber wer hat bitte schon Zeit fürs Fensterputzen? Okay, danach sehen sie natürlich fantastisch aus. Und vielleicht sollte man es doch öfter machen. Jo, der Kühlschrank sieht vielleicht nicht ganz so aus, wie er noch vor 2 Jahren aussah. Shame. 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 Aber an Essen mangelt es uns nicht. Das ist auch mal eine gute Sache. Kuckuck. Die Waschbären sind los. Yummy. Jetzt kommt halt der spaßige Teil, ne? Leer. Oh! Hammer! Wow. So, die eine Seite haben wir jetzt fertig geputzt. Yay, yay. Okay, neue Socken anziehen. Ja. Jetzt kommt der beste Teil, das Einräumen, Anni. Oh. Kühlschrank putzen ist wirklich die anstrengendste Aufgabe, die es gibt, oder? Ich finde es so krass. Das macht einen richtig fertig. Deswegen sieht auch bei den meisten Leuten der Kühlschrank einfach nicht sauber aus. Wir waren einkaufen und haben ganz fantastische Produkte wieder für den Innenbereich gekauft. Ne? Weil wenn man schon mal den Kühlschrank für den Frühjahrsputz macht, dann extra. Extra, extra. Ich würde sagen, die coole Dessertabteilung ist dann so hier, ne? Tonic Water. Für meine Hamburger Mäuse habe ich natürlich auch was gekauft. Natürlich habe ich nicht nur Alkohol gekauft. Auf jeden Fall brauchst du einen Henkel. Mucho importante. Das sind Annis Lieblingsschokoriegel aus Polen. Ein bisschen random. Scheibekäse und Möhren. Geile Frikadellen. Darf auch nicht fehlen. Hashtag not sponsored, also jetzt. Bisschen Dings muss auch sein. Sriracha. Sriracha Mayo. Marmelade. Herrlich. Salatdressings. Sehr wichtig. Oh. Und jetzt kommen die Ingwer-Shots.
But wait, there is more. Das ist meine Hassseite. Ich hasse dieses Gefrierfach. Ich habe das über die letzten 2 Jahre so vollgestopft. Ich glaube, nicht mal bei unserem Kühlschrank-Aufräumen-Video haben wir die Seite aufgeräumt. Ahoi, Brause! Das war für irgendein Video. Ahoi, Brause-Eis! Sind ja alle geplatzt, ne? No more. So, Leute. Dann ist er. Hier nochmal ein Öffnungsmoment. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch meinen Kühlschrank. Den Kühlschrank auszuleeren fällt mir so unglaublich schwer, weil ich mich nicht von irgendwelchen Soßen trennen möchte. Aber wie Jan Böhmermann letztens schon bei Fest und Flauschig gesagt hat, da sammelt sich einfach über Jahre irgendwas an, was man gar nicht mehr braucht. Und das muss dann auch wirklich mal gehen. Ich finde aber, das Vorher-Nachher lässt sich diesmal wirklich sehen. Machen wir weiter mit dem nächsten Raum. Ich nenne ihn die Kammer des Schreckens. Ihr könnt euch denken, warum, oder? Ja, komm, jeder hat diesen Raum, oder? Klar. So, lieber Waschbär. Alles raus. Ein Fensterrahmen. Auch eine kurze Phase in meinem Leben. Hast du die jemals schon benutzt? Einmal. Ja, komm ey, das ist der Tag. Ich versteigere dieses Bild. Der Meistbietende bekommt es. Danke für diese Apfelschorle. Gerne. Tschüss, Leute. Und hier ist jetzt Platz für unsere Abstellkammer. Toll. Los am Schein for days. Oh, super. So, und jetzt ist die Abstellkammer auch schon fertig. So einfach war das. Wow. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ja, in meinem Badezimmer gibt es tatsächlich nicht ganz so viel auszuräumen, wie ich dachte, denn ich habe das vor ein paar Monaten schon mal gemacht, also das ganze alte Make-up weggeräumt, aber halt der Alltagsmist muss auch aufgeräumt werden. Und weil es so schön aussieht, machen wir es jetzt! Habe ich das Make-up unterschätzt? Ja. Vor allem hat jeder Lippenstift einfach dieselbe Farbe. Den braucht man einmal. Einmal die Farbe. Okay, zack. Also du kannst dir auf jeden Fall 3 Millionen Mascara mitnehmen. Geil. Und saugut. Avada Kedavra. Jetzt packe ich da nur noch rein, was ich
täglich benutze. Make-up ist schon so eine Sache für sich. Ich finde, man hat so viele Produkte, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Aber nur weil ich einen Lippenstift zweimal benutzt habe und ihn danach nicht mehr so schön finde, kann ich ihn doch nicht einfach wegschmeißen. Nein, das sollte man auch nicht machen. Also, wenn man sein Make-up aussortiert, sollte man erstmal schauen, wie lange ist es noch haltbar. Man sollte wirklich ein bisschen mehr darauf achten, dass man Produkte nicht irgendwie 2 Jahre nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder nach diesem Deckelchen, wo dann 12 Monate draufsteht, irgendwie noch weiterverwendet. Was noch gut ist und was man nicht mehr braucht, kann man immer weiter verschenken. Da freut sich sicher irgendwer aus eurem Freundeskreis, von eurer Familie oder in irgendeiner Facebook-Gruppe jemand darüber. Und gut, beim Lippenstift ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ihr wisst, was ich meine. Trennt euch von Sachen, die ihr nicht benutzt, weil sie machen nicht nur eure Schränke voll, sondern auch euren Kopf. Und so putzt man seine Wohnung an einem Tag, Leute. Nehmt euch ein gutes Beispiel an mir. Ich bin perfekt. Nein, natürlich haben wir 6 Tage gebraucht. Wir dachten, wir brauchen 2 Tage. Am 2. Tag haben wir dann gemerkt, das wird noch eine längere Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Macht euch keinen Druck, wenn ihr sowas seht. Das ist mein Beruf und ich konnte zum Glück meinen Beruf und meine Pflichten zusammensetzen. Ich habe das ja schon mal auf Instagram gepostet und da hat jemand gesagt, dass er mit Kindern bis zu 3-4 Wochen dafür plant, seinen Frühjahrsputz zu machen. Andere machen ihn auch gar nicht. Das ist ja auch alles, wie ihr das machen wollt. Aber ich habe keine Verantwortung. No strings attached to me. Also keine Kinder, keine Tiere. Naja, ich habe nur Timo und wir müssen nur auf uns selber aufpassen. Deswegen mad respect an alle Eltern da draußen, die es schaffen, neben ihren Kindern noch irgendwie einen Haushalt zu schmeißen, der nicht absolut untergeht. Ich bin super happy und das war's. Und ich liebe die neue Gardine. Ich mag es, ein bisschen mehr Licht drin zu haben. Morgens wird es jetzt ein bisschen blöd sein. Da hat man natürlich dann schon die morgendliche Stimmung, was vielleicht beim Aufwachen aber gar nicht so schlecht ist. Und ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr bis hierhin dieses Video geschaut habt. Und jetzt gebt ihr dem noch einen Daumen nach oben und kommentiert was Nettes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt tue ich etwas, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Ich habe den Balkon noch nicht gemacht.